Schön, dass du wieder zuschaust bei The Book of Unwritten Tales. Letztes Mal haben wir es geschafft, in diese Kammer vorzudringen, indem wir durch diese Tür gekommen sind. Allerdings ohne Wilbo und Nate. Denn zwei Leute mussten auf jeden Fall die Kristalle drücken, damit wir mit Ivo durch die Tür gehen konnten. Jetzt müssen wir versuchen, sie hier reinzubekommen, um dann hier die Kristalle einzusetzen, damit wir durch dieses Tor gehen können. Zumindest nehme ich mal stark an, dass das hier dieselben Halterungen sind. Hier haben wir auch schon untersucht. Was uns noch fehlt, ist eine Steinscheibe wie diese hier, nur etwas größer als die. Denn im Inneren des Maschinenraums ist eine Vorrichtung, wo wir die einsetzen können. Und deswegen suchen wir mal ein bisschen weiter. Aber eigentlich dachte ich, wir hätten schon alles abgesucht. Andererseits habe ich schon bewiesen, dass ich ein blindes Huhn sein kann und Dinge übersehe. Die Steinchen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ansonsten, wir gucken gleich nochmal in die Schale. Kleine Steinchen, blank und rund, gewaschen von der Strömung. Helfen uns da vermutlich nicht weiter, aber wer weiß, wann man sie brauchen kann. Jetzt schauen wir nochmal in die Schale. Vielleicht findet Ivo ja, nachdem sie gesehen hat, dass eine Steinscheibe fehlt. Mehr Brauchbares ist nicht drin, glaube ich. Und selbst etwas opfern will ich auch nicht. Dann halt nicht. In dem Fall bleibt uns, glaube ich, nur noch in den Maschinenraum zurückzugehen und da unser Glück zu versuchen. Wir haben letztes Mal diese Steinscheiben untersucht, auch die Vorrichtung betrachtet und unseren Rohrpostzylinder hier einmal durchgejagt. Mit dem Rad konnten wir die Türe öffnen, damit wir nicht immer oben durchs Fenster steigen müssen. Den Knopf haben wir gedrückt und uns hat nichts gebracht. Die Maschine haben wir untersucht. Die Maschinen sind tot. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie nach all den Jahren noch funktionieren würden. Das kann man nicht auf... Ah! Kann es sein, dass wir die Schublade übersehen haben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Klicken Sie einfach an. Schlimmstenfalls hören wir nochmal einen Dialog, den wir schon kennen. Aha! Eine Steinscheibe! Yay! Das löst unser Problem soweit mal. Dann benutzen wir doch die Steinscheibe direkt mal hier an der Maschine, damit wir weiterkommen. Nate und Wilbo sollen ja nicht zu lange warten müssen. Passt perfekt. Super, super. Und auch die vierte noch drauf. In Ordnung. Die Scheiben sind nun genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Das heißt, wir können das Ganze mal anklicken. Also schön. Was haben wir hier? Ich kann mit den Symbolen nicht viel anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Den können wir nicht ziehen. Da kann man nicht draufklicken. Man kann die Scheiben drehen. Aha, und man kann auf den Zylinder klicken. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Ah. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Ich nehme an, das funktioniert nach demselben Prinzip wie Mastermind. Rot bedeutet, also jedes dieser Fältchen wird für eine der Scheiben stehen. Rot bedeutet, dass weder Zeichen noch Scheibe stimmen. Also weder der Platz noch das Symbol. Das hier ist grün, das heißt, irgendwas haben wir an der richtigen Stelle mit dem richtigen Symbol. Und das ist kein Grün, ich glaube, das ist mehr so ein Gelb, außer es wäre eine sehr seltsame Farbdarstellung. Das heißt, irgendeins der Symbole wäre richtig, aber an der falschen Scheibe eingestellt. Die Frage ist jetzt natürlich, welches ist richtig? Wir haben, glaube ich, in allem was umgestellt. Wir ändern jetzt einfach mal uns von oben nach unten durch. Ah, okay, also wir wissen, das hier muss an der Stelle stimmen, denn was anderes haben wir nicht verändert. Klicken wir einfach weiter. Da hat sich nichts getan. Den Stern haben wir unten schon. Ich glaube, den können wir überspringen. Ah, das stimmt also auch. Das heißt, eins von den beiden hier ist jetzt noch das Richtige. Ich nehme an, dass diese Scheibe hier falsch ist, denn das Symbol hier und das hier wären sonst dasselbe. Und ich nehme mal nicht an, dass es so eingestellt sein muss, dass zwei Symbole dieselben sind. Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Das ging jetzt schneller als befürchtet. Drehendes Teil? Haben wir das Schild? Dieses Teil dreht sich immer mal wieder schwunghaft um 90 Grad. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum es das tut.
Früher oder später finden wir es raus. Ich glaube, das Schild habe ich letztes Mal auch übersehen. Gnome. Was steht auf dem Schild? Gnome-Tech-Tempel-Kontrollsystem 1000. Das erklärt einiges. Schicker Name. Okay, aber sonst ist hier, glaube ich, wirklich nichts. Ist mit der Schublade noch irgendwas? Die können wir immer noch benutzen. Okay, wir können sie auf und zu machen. Vielleicht können wir irgendwas in die Schublade legen. Vielleicht die Rohrpost? Nein. Naja, wir werden es noch rausfinden. Erstmal holen wir Nate und Wilbur. Ach nein, ah. Tut mir leid, ich habe es ganz vergessen. Wir sollten natürlich jetzt nochmal auf den großen roten Knopf drücken, denn inzwischen läuft die Maschine ja. Upsi. Ich glaube, das war's. Und da sich hier drin nichts tut, klang es doch sehr danach, als wäre draußen eine Tür aufgegangen. Und yay, sie ist offen. Na also, läuft doch wie am Schnürchen. Dann holen wir mal die Jungs dazu. Kommt rein, ihr beiden. Ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Also, nicht die schnellste, aber gut. Glaube ich. Nichts zu hören. Vielleicht müssen wir einfach sie holen. Ich weiß ja nicht, wie... Ich weiß nicht, wie lange wir... Wo sind denn die beiden? Brauchen sie eine Einladung? ...laufen mussten? Sind wir direkt hinter der Türe? Oder? Okay, Jungs, was soll... Na toll. Ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Offensichtlich. Aber immerhin sind unsere Kristalle noch da. Das heißt, Nate ist nicht mit den Kristallen stiften gegangen. Was Wilbo aber auch sicher nicht zugelassen hätte. Wir suchen sie einfach vielleicht. Weiß nicht. Sie werden schon einen Grund haben, nicht mehr hier zu sein. Können wir hier durch? Sind sie vielleicht... Nein, ich bleibe hier oben. Nicht? Gut. Das erleichtert uns die Sache. Müssen wir hier noch was einstellen? Auch nicht, oder? Ich glaube nicht, dass mir die Ringe noch einmal weiterhelfen können. Zumindest nicht ohne neue Symbolfolgen. Also bedeutet das, die Symbole, die wir eben gefunden haben, haben nichts mit diesen Ringen zu tun, sondern wirklich nur mit der Tür. Die Angel. Lag die vorher nicht ein bisschen anders? Egal, wir nehmen sie. Hey, hörst du mir zu? Schei, das ist Munkus. Du bewachst sie, verstanden? Nicht fressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Ah, das erklärt, warum sie... Was ist mit Ivo? Psst, bist du wahnsinnig? Wird sich schon etwas einfallen lassen, hoffe ich. Du Irrer! Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Sind wir? Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr, hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Nein, ich bin nicht da. Du musst nicht so schreien, ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Okay, das ist natürlich eine Erklärung, warum Nate und Wilbur nicht mehr da waren. Aber Wilbur, dieser Wahnsinnige, der kann doch nicht einfach Gnomen. Erst schmeißt er die Angel ins Wasser. Und dann verteilt er uns fast. Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Du bist echt gut im Angeln basteln. Wenn wir uns erinnern, den ersten Gegenstand, den wir zusammengeschustert haben, das war auch eine Angel. Und auch mit Ivo. Okay, schauen wir mal nach draußen. Vielleicht können wir ihnen irgendwie helfen. Ich weiß, da steht jetzt ein großer Troll, aber... Naja. Hoffen wir mal das Beste. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Psst! Du Irre! Halt die Klappe! Der hellste ist er echt nicht. Also, ganz ehrlich nicht. Wir schauen uns jetzt hier nochmal um, ob sich irgendwas verändert hat. Klippe. Dort geht es etliche Meter steil nach unten. Und selbst ich hatte Probleme, die Klippe wieder hochzuklettern. Ich nehme an, dass dieser Troll da runter muss. Ich habe noch keine Ahnung wie. Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Kann man irgendwas mit den Bienen? Schade. Wie geht's denn den beiden? Kann ich irgendwas nach Wilbur schmeißen? Oh, dieser kleine Gnom. Die beiden sehen unverletzt aus. Noch. Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Das erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe, wo ich am liebsten ja Frodo mit Ring in den Vulkan gekippt hätte. Aber darf man ja nicht. Aber gerade, ja, gerade würde ich
ernsthaft in Erwägung ziehen, Wilbo an den Troll zu verfüttern, um Nate zu retten. Denn Nate hat immerhin genug Verstand, uns nicht fast zu verpfeifen. Aber ich glaube, hier können wir weiter nichts machen, oder können wir hier irgendwie... Können wir mit den Steinchen ärgern? Nein. Mit der Angel ärgern? Nein. Mit dem Paddel schlagen? Nein. Mit Ölsardinen? Auch nicht. Ja gut, mit dem Zylinder können wir auch vergessen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach drin. Und irgendwo müssen wir noch irgendwas finden, um unseren Freunden zu helfen. Und wenn ich das Paddel behalten darf, dann haue ich es nachher Wilbo über den Kopf. So, hoffen wir einfach, dass Munkus uns nicht findet. Nach unten kann ich ja nicht. Oder? Kann ich inzwischen? Nein? Na gut. Das heißt, das Einzige, was uns bleibt, ist wieder in die... zum mittleren Torraum zu gehen. Wo Munkus zum Glück nicht steht und auf uns wartet. Das heißt, er muss irgendwo im inneren Torraum sein. Hm, okay. Das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Wie offen wir hier stehen bleiben. Und nun... Ja. Öffne dich! Nö, keine Lust. Hm, ich befehle dir, öffne dich! Ach, vielleicht morgen. Bitte? Oh, das war jetzt fast süß. Ob Munkus wohl nett wäre, wenn er... Ich werde dich zerstören! Vermutlich nicht. Dich und deine ganze Familie! Ja, definitiv nicht. Egal, was er für eine Mutter hätte, ich glaube, er wäre immer so ein kleines... so ein kleines AK geworden. Okay. Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Ja. Ich glaube, Tore haben nicht sowas wie Familien. Können wir mit der Angel? Nein. Können wir nicht? Zylinder? Nein. Also schön. Ölsardin. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh, Locke. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wie der austickt. Haben wir ein kleines Problem mit unserer Wut, ja? Also schön. Ich weiß zwar nicht, warum ich ihn anlocken will, aber ich vertraue darauf, dass Ivo nicht so blöd ist, sich dann von ihm schaffen zu lassen. Was zum... Ah. Versteck dich. Oh ja, und wenn wir jetzt einfach den Rohrzylinder hier nehmen... Nein? Nein? Darf ich ihn benutzen? Ah, okay. Aber ich glaube, das ist die richtige Idee, die ich da gerade hatte. Wenn wir ihn hier reinlocken, dann könnten wir hier diesen Rohrzylinder reintun, der hier rausgeschossen wird und ihn hoffentlich ausnockt. Das Problem ist nur, er bleibt nicht stehen. Was könnten wir also tun? Wir müssen hier irgendwas machen. Können wir hier noch Steinchen auslegen, damit er auf den ausrutscht? Nein. Die Angel hier aufstellen, damit er stolpert. Nein? Mit dem Paddel irgendwas machen? Mit der hier gegen irgendwas? Stecke das Paddel in die Maschine. Okay. Könnte passen. Na dann rein da. Vielleicht haut es ihn ja schon um. Mein Spankomat 1000 funktioniert. Und dürfte ziemlich wehtun. Es stört mich gar nicht, wenn wir das ausprobieren. Holen wir Munkus nochmal. Also schön. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Ich hasse dich! Ich... Was zum... Das Gegenteil von ruhig, lieber Munkus. Was du da machst, sind... kleine kindische Aussätze haben. Wir verstecken uns, das ist gut. Darf ich jetzt die Rohrpost benutzen? Okay, es trifft nicht. Das ist nicht schön. Vielleicht müssen wir da Boden betrachten. Okay. Das ging vorher auch nicht, vielleicht oder? Kann ich den Hexer hier reinlocken und ihn irgendwie überwältigen. Nur wie? Vielleicht kann ich... Vielleicht. Schmiere den Boden mit Öl ein. Machen wir doch gerne. Die Sardinen bleiben in der Dose. Das Öl sorgt für die richtige Bodenhaftung. Die Sardinen schmeißen wir dann weg. Na gut. Ein letztes Mal
hoffentlich Munkus anlocken. Also schön. In der Ruhe liegt die Kraft. Weil wir uns, glaube ich, ganz gut schlagen. Ich hasse dich! Was? Vielleicht, wenn ihr da viel schneller drauf kommen würdet. Aber wie gesagt, es macht mir Spaß, Munkus ein bisschen zu foltern. Ich hab da kein Problem mit. Falls wir ihn diesmal denn erwischen. Ah, da kommt er. Was? Da fällt er hin. Sehr gut. Aber er bleibt nicht lang genug. Dann fällt mir nur noch eins ein. Die Schublade öffnen, in der Hoffnung, dass er sich an der Schublade verfängt. Und wir dann lang genug Zeit haben, um den Rohrpostzylinder loszuschicken. Wenn es das nicht ist, dann heißt es weitersuchen, wenn uns irgendwas fehlt. Ich hasse dich! Was zum... Jetzt aber, bitte, bitte, bitte. Ihr sollt euch es ja nicht hundertmal angucken müssen, wie ihr hier reinläuft. Gut, das Ausrutschen klappt wunderbar. Er bekommt auch jetzt wieder eine... Und da ist er tatsächlich gestolpert. Sehr gut. Und jetzt mal schnell den Zylinder hier rein, auf dass er ausgenockt wird, und zwar endgültig. Sterben kann er ja nicht, wie Tod gesagt hat. Tschüss, Munkus. Nachti. Schlaf schön. Unser Zylinder ist jetzt zwar weg, fürchte ich. Ja, der ist weg. Aber er ist... Oh, wir machen zu. Niki. Yay. Eine Sorge weniger. Munkus ist und bleibt hoffentlich weg. Wir können auch mal gucken, ob er in der Schale irgendwas gemacht hat. Er hat ja versucht, irgendwie auf das Tor aufzubekommen und ist gescheitert. Was hat Munkus hier vorhin reingelegt? Wir finden es raus. Ein Spiegel. Den nehme ich mit. Oh, ein Spiegel. Was ist denn für ein Spiegel? Der Handspiegel, den Munkus geopfert hat. Nicht hübsch. Na gut. Schauen wir wieder, dass wir Wilbur und Nate befreien. Oder zumindest Nate. Ich nehme es Wilbur immer noch ein bisschen übel, dass er ständig kurz davor ist, uns zu verpetzen. Wir müssen irgendwie, da bin ich mir sehr, sehr sicher, den Troll von der Klippe runterkriegen. Aber wie? Kann ich den beiden irgendwie Zeichen mit dem Spiegel geben? Oder kann ich inzwischen mit ihnen sprechen? Nein. Zeichen mit dem Spiegel geben? Nein. Blende den Troll mit dem Spiegel. Das machen wir doch. Hey, schau mal. Zeit zu verschwinden. Oh Gott, bist du ja sauer. Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. Wir hoffen es einfach. Kann ich wieder... Ich kann wieder raus, gut. Kann immer noch nicht mit den beiden reden. Der Troll würde mich sehen, sobald ich die Deckung verlasse. Okay. Zumindest, wenn er so dasteht. Das heißt, er muss abgelenkt werden. Die beiden sehen unverletzt. Von den beiden hier. Die Keule lag vorher noch nicht da. Vermutlich hatte die jetzt fallen gelassen, wo er sich aufgeregt hat. Kann man damit irgendwas machen, aber die liegt doch auch so weit weg. Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft machen. Wenn wir ihn nochmal blenden und uns dann die Keule schnappen? Lieber nicht. Letztes Mal hat die Faulheit noch über seine Wut gesiegt. Aber beim nächsten Mal könnte es ungemütlich für mich werden. Dann ich sollte lieber sicherstellen, dass kein dritter Versuch nötig sein wird. Okay. Kann ich mit der Angel die Keule? Hm? Der Troll würde mich sehen. Ah, aber jetzt... Ich wollte gerade schon überlegen, ob ich mit dem Spiegel den beiden Zeichen geben kann. Aber scheinbar können wir jetzt Nate und Wilbur ein Zeichen geben. So, jetzt redet mal, ihr beiden. Hey, Link, du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Aber das Ding wiegt bestimmt eine Tonne. Er meint es nicht so. Stimmt's, Wilbur? Ich könnte es nie anheben, geschweige denn den Troll damit K.O. schlagen.
Verstehst du eigentlich, was ich sage? Oder sollte ich lieber grunzen? Das geht Stimmt aber? Es eigentlich, dass Trolle kein Kurzzeitgedächtnis haben? Ich finde das schön, wie Mal wir was anderes. Stimmt es eigentlich, dass Trolle kein Kurzzeitgedächtnis haben? Lass das! Das war jetzt fies. Kann ich ihn jetzt bitte wieder blenden? Hey, schau mal! Funktioniert! Hoffe ich. Hoffe ich? Ja! Das war großartig! Tschüss, Troll! Los, befreie uns! Unter nichts wie weg hier! Nein, wir müssen erst noch... Wir können doch nicht weg! Wir müssen doch das... den Schatz holen! Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Matruga? Das weiß ich. Und ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast was? Mach das Schiff abflugbereit. Wilbur und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Nein. Aber Captain Nate... Sie wissen so gut wie ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Ich habe Motrogas Sohn ausgeschaltet und Sie waren dabei. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen und der will den Schatz. Also warte hier. Sei brav. Zurück in den versunkenen Tempel. Wenn wir mal so drüber nachdenken, eigentlich kommt das ja auch Nate zugute. Ich meine, vom Krieg profitiert niemand. Wir können ihm ja nicht sagen, was für ein mächtiges Artefakt wir suchen. Was mir jetzt ein bisschen leid tut, am Anfang dachte ich ja, er hätte uns vielleicht auf der falschen Insel abgesetzt. Also los! Weil er uns betrügen wollte, aber dem war ja gar nicht so. Fast ein bisschen unheimlich. Fast? Na los, gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Das ist unheimlich. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich will's nicht wissen. Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Ich fürchte, du irrst dich. Das sieht so... Vielleicht doch. Wir dagegen kämpfen müssen? Oh, das klingt dann jetzt nicht gut. Scheiße. Wenn ich eins gelernt habe von Adventures, du? Dass es, wenn Monster Ivo? Abgebildet sind, dann ist es meist nicht egal. Es ist dunkel. Bisschen? Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Okay. Seht ihr das auch? Da liegt eine Leiche. Oh, ich kann sie anfassen. Ich will nicht. Was versuchst du dort? Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Oh, wir können es nehmen. Es ist ziemlich schwer. Aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Okay. Was ist es genau? Eine Art Gefäß aus Metall und Glas. Es ist leer. Es sieht aus wie ein Taucherhelm. Oh Gott, sag bitte, dass wir nicht tauchen müssen. Das sieht hier so organisch aus. Das ist eklig. Such dein Glück dort. Etwas Hartes. Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Oder das. Ich hoffe, es ist nur Holz und dass es hier nur zufällig organisch aussieht. Doch, dort herum? Hier ist irgendetwas Flüssiges. Ich würde ja gern sagen, es ist Wasser, aber es stinkt fürchterlich. Ich habe die Befürchtung, wir sind in irgendwas drin. Das ist irgendeine stinkende Flüssigkeit. Riecht scharf und ätzend. Wenn wir im Magen von irgendwas sind, ist das Magensäure und das wäre total eklig. Das ist irgendeine... Okay. Untersuchen wir die Leiche. Ich will ich gar nicht. Jörg. Das ist... ein Ding. Etwas Metallisches. Hier ist eine Art rauer, dicker Stoff. Und Gummi. Keine Ahnung, was das ist. Eine Leiche, Wilbur. Es ist eine Leiche. Das Ding ist zu groß und schwer, um es zu bewegen. Und es scheint keine losen Einzelteile zu geben. Weil es eine Leiche ist, die im Ganzen hier unten drin liegt. Erkunde das Schwarz hier. Beruhigend, ehrlich. Ah, Geister oder so etwas Ähnliches.
Oder irgendein Stoff. Vielleicht ein Umhang? Hilft mir zumindest nicht weiter. Betastet Ding. Oh. Ja, weich und warm. Wie ein mit Fett gefüllter Sack. Ich bin das. Warum bist du so weich? Du hast doch kaum Fett auf den Rippen. Das sind nicht meine Rippen. Oh. Würdest du jetzt bitte deine Hände wieder wegnehmen? Entschuldigung. Kann ich nochmal? Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Doch. Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Ich weiß es nicht, Martini. Ich will es trotzdem weitermachen. Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Doch, sie fühlt sich gut an. Ich glaube, sie nimmt uns übel, wenn wir sie weiter begrapschen. Aber ich glaube immer mehr, dass wir in irgendwas drin sind. Und das wäre so eklig. Ich versuche das nicht. Ich will lieber Ivo angrabbeln. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und... Es ist ein Karton. Oh, okay. Und wir können ihn nehmen. Hab ihn. Sehr gut. Und wir können ihn öffnen. Noch besser. Im Karton sind kleine Schachteln. Und in den Schachteln sind trockene, eckige Dinger. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras. Da ist eine kleine Qualle drauf. Es riecht ein wenig wie in Seefeld. Nach Meer. Ozean. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich es. Es sind Trockenquallen. Leuchtquallen werden getrocknet in kleinen Kartons angeliefert. Der hat die gerade abgeleckt. Hast du gerade die Qualle angeleckt? Nein. Woher weißt du, wie Quallen schmecken? Das ist meine Sache. Alles klar. Das heißt, wenn wir sie in irgendwas Flüssiges reinschmeißen, dann leuchtet es hier. Ich brauche ein Gefäß für die Quallen, sonst schwimmen sie weg. Okay, wir haben hier ein Gefäß. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Wir haben eine Qualle abgeleckt. Ich finde die Vorstellung gerade sehr schön. Ich stelle das Gefäß hier ab und lege eine Qualle hinein. Bisschen eklig, aber schön. Heißt es, sie lebt jetzt wieder? Du, oh, ist das eklig. Ja. Ich glaube, das war kein Gang. Oh, das ist eklig. Du nicht sagst. Saubere Arbeit. Oh, ist das eklig. Ich finde, wir sollten schleunigst hier raus. Ich auch. Nicht ohne das da geholt zu haben. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Du meinst... Allerdings, das Artefakt des Schicksals. Es wird nicht nur vom Monster bewacht, es ist im Monster. Holen wir es. Das ist eklig. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist eklig. Oh mein Gott. Die Qualle sieht alles andere als glücklich aus. Kein Wunder. Magensäure ist nicht der bevorzugte Lebensraum für Leuchtquallen. Das arme kleine Quellchen. Bis wir hier raus sind, wird sie hoffentlich durchhalten. Eigentlich kann sie ja nicht sterben. Das heißt, das arme Tier leidet jetzt einfach vor sich hin. Vielleicht könnte ich das Fass als Boot benutzen. Aber dafür fehlt mir ein Paddel. Ich kann ja schlecht mit den Händen rudern. Ja, könnte den Händen schaden. Leiche. Oh, doch keine Leiche. Ich kenne diese Dinger. Damit kann man unter Wasser atmen. Opa hat mit so etwas Bomben an Rümpfen orkischer Galeeren befestigt. Leider gingen die Zündschnüre immer aus. Das heißt doch keine Leiche, einfach nur der Taucheranzug. Das ist beruhigend. Dann haben wir noch einen Koffer. Ein hübscher Koffer, gefüllt mit allerlei teuren Kleidern. Spitzen, Seide, lange Unterhosen. Nur das Beste. Können wir davon die Sachen passen mir nicht. Oh. Eigentlich schade. Unter meiner Zauberrobe weht manchmal ein ganz schön kühles Lüftchen. Okay.
Ivo reden? Ich bin froh, dass sie mich jetzt helfen lässt. Am besten spreche ich sie nicht an, sonst überlegt sie es sich vielleicht nur. Ich glaube, sie hat keine Wahl, sonst würde sie dich nicht unbedingt helfen lassen. Und wir übernehmen jetzt auch einfach der Ivo. Vielleicht kann die irgendwas anderes hier noch machen. Ein Koffer mit Menschenkleidung. So fein für Abenteurer. Vielleicht ist ein Handelsschiff auf die Felsen vor der Insel gelaufen und der gehörte einem Passagier. Willst du dir nicht was Schickes zum Anziehen mitnehmen, Ivo? Ich würde so etwas nie anziehen. Oh, Spielverderberin. Wäre bestimmt lustig. Menschen sind berühmt für ihre alberne Kleidung. Aber das ist einfach nur lächerlich. Ich wette, wenn du durch Magensäure warten musst, dann würdest du dich über so einen lächerlichen Anzug freuen. Ich kann nichts erkennen, was uns weiterhelfen würde. Dann halt nicht. Kannst du die arme Leuchtqualle auch noch ein bisschen mehr mitleiden? Wir Elfen benutzen in Kristallfiolen eingefangenes Mondlicht zur Beleuchtung. Aber in dieser Situation tut es wohl auch so eine Qualle. Wir können auch das Fass benutzen. Oh, und wir benutzen es scheinbar tatsächlich. Anders als... Okay. Das wäre das. Super, jetzt ich. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Ja, wird besser sein. Sonst fällst du in die Magensäure und stirbst. Brett? Ein Holzbrett. Es ist ungefähr 1 Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Einpacken kann nicht schaden. Ich finde das hier so eklig. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Okay, wie kommt das dann? Oh ja, Blas ins Horn, Ivo. Kein Interesse. Warum nicht? Kein Interesse. Spielverderber. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. So würde ich das nicht ausdrücken. Das ist ein Grammophon. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. So schlecht sind die Sachen jetzt auch nicht. Nicht jeder ist so schlecht wie... Wilbur, ein Loch. Ich will da nicht rein. Ich will da echt nicht rein. Es stinkt ekelerregend aus dem Loch. Scheint mir eine Art Abfluss zu sein. Boah. Da müssen wir bestimmt drüber raus. Ich will nicht. Schatztruhe. Hat sie gesagt, es ist Artefakt drin? Die Truhe scheint diese Öffnung in der Wand zu verstopfen. Vielleicht ist sie angesaugt worden. Toll. Kann man sie rausziehen? Alles, nur nicht in dieses Loch. Ich bekomme sie nicht raus. Sie hat sich festgesogen. Ein Holzbrett. Es ist ungefähr 1 Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Ob Wilbur das? Hier, nimm. Als Paddel benutzen kann? Danke. Dann schicken wir ihn mal auf die... Nein. Abbrechen. Nein. Das war doof. Ich geb's zu. Ich wollte eigentlich... Ich hab nicht dran gedacht. Nochmal zurück, bitte. Ich wollte eigentlich auf Wilbur wechseln, damit er jetzt mit dem Holzbrett, was er hoffentlich als Paddel brauchen kann, sage ich schon, als Paddel benutzen kann, dass er damit auf die andere Seite kommt. Vielleicht kann er den Apparat und das Rohr benutzen. Und ich will immer... Noch ein nicht. Etwa 1 Meter langes Holzstück. Ein besseres Paddel werden wir hier nicht finden. Und ich will immer noch nicht in dieses Loch. Weder mit Ivo noch mit Wilbur. Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr genug Platz im Fass, aber ich sollte trockenen Fußes ans andere Ufer kommen. Wir kriegen also immer nur einen auf die andere Seite. Oh Gott, Herzes, ich muss überlegen, wen ich da runterschicke. Ich will das keinem antun. Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Kannst du sie benutzen? Schade, da passiert nichts.
Aber den Apparat können wir uns anschauen. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr da noch verstärkt wird. Okay. Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Den Lautkratzer? Okay. Dieses Ding verstärkt Kratzgeräusche von Nadeln auf Schiefertafel. Können wir damit vielleicht, denn das war ziemlich leise. Genau. Und jetzt nochmal. Jetzt nochmal bitte ins Horn blasen. Das ist immer noch ziemlich leise, oder? Ob er wohl die Schatztruhe aus der Wand bekommt? Das ist zu hoch für mich. Also nicht. Können wir ihn hier runterschicken? Das stinkt wie... Naja, nicht gut halt. Runter ich mit werde dir. Doch nicht in so ein Loch hinabsteigen. Doch. Das muss jemand anderes tun. Och nee. Schon in Ordnung, Wilbur. Mach mal. Elfen haben einen besseren Orientierungssinn. Du bist kleiner. Du bist viel kleiner als ich. Du kannst dich auch durch enge Gänge zwängen. Aber ich... Nun mach schon. Du willst doch ein Held sein. Ich hätte es sofort getan, wenn mich jemand gefragt hätte. Sneaky. Ach. Also gut. Oh Gott, ist das eklig. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist echt eklig. Oh. Oh. Wir haben uns durchgezwängt, einen Feuerstein genommen, eine Fackel angezündet. Der Deckel eines Holzfasses. Oh Gott. Edelstein? Nutze den Stein des Südwinds mit der Statue der Hoffnung? Oh, ein Musikrätsel. Spiele Melodie auf der Totenkopforgel nach. Hui, eine geisterhafte Erscheinung im Spiegel. Und damit hast du ja Erfahrung. Sprich mit dem Spiegel. Ich brauche Hilfe. Das wird dir helfen. Nimm das Seil. Ein starkes Seil. Noch gut in Schuss. Zeit, den Rückweg anzutreten. Nur wie? Ah, verstehe. Wirf den Felsbrocken auf die andere Seite der Wippe. Und, ups, sind wir wieder oben. Und, wie war's? Normal. Okay. Können wir vielleicht das Seil an der Kiste... Da komme ich nicht dran. Okay. Noch irgendwas? Wir können den Apparat ein wirklich schönes Stück Technik. Natürlich wurde es in der Gnomengemeinschaft begeistert aufgenommen. Schließlich macht es Krach. Aber ich würde mir wünschen, dass es auch mal andere Töne von sich gibt. Mit den richtigen Scheiben kann es das. Sagt der noch was? Nee, sagt gar nichts mehr dazu. Das heißt, wir müssen vermutlich zurück. Säuresee. Das ist irgendeine ätzende Säure. Ich weiß nicht, wie tief der See ist und ich will es auch gar nicht wissen. Zu tief. Durchwarten kann man zumindest nicht. Gut, dass wir das Holzfass haben. Dann wechseln wir jetzt auf Ivo, geben ihr die Sachen, die wir eben gefunden haben. Und hoffen, dass wir dann damit irgendwie diese Kiste aus der Wand bekommen. So, du bekommst das Seil, meine hübsche Elfe. Bitteschön. Danke. Und auch den Holzdeckel. Nein, nein, Holzdeckel. Ach, den können wir nicht geben. Okay. Können wir mit dir reden? Ich bin froh, dass sie mich jetzt hält. Nein, können wir nicht. Dann wechseln wir jetzt auf Ivo. Denn die ist groß genug, um an das Seil ranzukommen. Nein, falsch. Um das Seil vermutlich an die Kiste zu binden, die für uns als Wilbur zu hoch hängt. Die hat echt die Ruhe weg, durch einen See mit Magensäure durchzu... Naja. So.
knote das Seil an die Schatztruhe. Ich binde das Seil an den Henkel. Und irgendwas... Das macht sie jetzt wieder nicht, nicht wahr? Kein Interesse. Was machen wir jetzt mit dem anderen Ende des Seils? Wir haben nichts mehr im Inventar. Alleine werde ich es nicht schaffen. Vielleicht mit Wilbur's Hilfe. Ja, ich bin stark. Du bist vor allem schwer. Darauf kommt es hier an. Aber wenn wir das Holzfass benutzen, dann kriegen wir ihn nicht mehr. Oh, außer natürlich, er würde sich im Fass verstecken. Oder wäre das nicht fast tödlich? Wir probieren es einfach mal. Denn theoretisch könnte es sein, dass wir einfach Wilbur ins Fass stecken müssen. Schau mal, Ivo, was ich gefunden habe. Krabbel mal ins Fass. Ich habe eine Idee. Gut. Ja, es ist genau die Idee. Bist du sicher, dass das sicher ist? Nö. Aber wird schon schief gehen. Nie wieder. Immerhin sind wir jetzt beide auf dieser Seite. So, dann ziehen zusammen wir jetzt mal schaffen die wir's. Kiste aus dem Loch. Du meinst? Ah. Ich finde sie unten immer noch eklig. Juhu! Scheint, als hätten wir damit unserem großen Freund einen Gefallen getan. Okay. Ich finde sie untrotzdem ist das aufregend? In der Truhe ist das Artefakt, das den Krieg entscheiden kann. Oder wieder was anderes, was darauf hinweist, wo es sich befindet. Die Truhe wird sich nicht einfach so öffnen lassen. Wir müssen sie aufbrechen. Vielleicht können wir sie einfrieren und... Es muss eben nicht immer alles kompliziert sein. Gut. Ich bekomm's nicht auf. Mhm. Sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Ich schlage vor, dass wir Captain Bonnet fragen. Vielleicht kann er das Ding knacken. Bestimmt sogar. Aber dafür müssen wir erstmal hier raus. Sag mir bitte nicht, dass wir hier unten raus müssen. Da liegt noch etwas drin. Oh. Mit so einem Ding hat Opa mich eine Woche lang geweckt. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir einen Kampfschwimmer zu machen und brüllte mich jeden Morgen damit an. Oh, es ist so eine Flüstertüte. Perfekt, aber wir sollten, glaube ich, noch die Kiste auch einstecken. Können wir das mit Ivo machen? Denn es bringt ja nichts, wenn wir... Nein? Na gut, dann wieder auf Wilbur. Denn der hat jetzt schließlich alles, was wir brauchen. Wir benutzen die Flüstertüte hiermit noch. Und dann blasen wir nochmal ins Horn. Was tust du da eigentlich immer? Vielleicht kann ich mit dem Monster Kontakt aufnehmen. Das wird doch nie etwas. Wir sind von Tonnen Fleisch und Fett umgeben. Nicht so negativ. Ja, aber der Schall des Horns wird verstärkt und nochmal verstärkt. Und am Ende ist er etwa, 1000-mal so stark. Physikalischer Humbug. Aber es könnte funktionieren. War ja klar. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Ja, das Monster hat Sodbrennen. Es kann sprechen. Hallo? Oh. Wer spricht da? Darf ich jetzt mit ihm plauschen? Ich, Gott, dein Gewissen. Wilbur mein Name, ich bin Abenteurer. Oh ja, dein Gewissen bitte. Ist, dein Gewissen? Das kann nicht sein. Ich bin ein gewissenloses Monster. Oh. Dann, bin ich dein Magen? Mein Magen kann sprechen. Was willst du? Ich habe Hunger. Augen. Ich will Augen.
Einfach nur, weil es so abstrus klingt. Ich will auch mal was von der Welt sehen. Ich will Augen. Das dürfte nicht ohne weiteres möglich sein. Und außerdem, was gibt es in dieser Höhle zu sehen? Dieselben Wände schon seit tausenden Jahren. Du bist 1000 Jahre alt? Was solltest du wissen? Du warst die ganze Zeit mit mir hier unten und hast geknurrt. Ja. Wer bist du wirklich? Müssen wir dir das echt sagen? Aber ich glaube, ich darf alles durchgehen, also Gott. Ich bin eine Gottheit. Was willst du? Opfere deinem Gott. Du sollst mir ein Opfer darbringen. Warum sollte ich? Weil ich allmächtig und allwissend bin. Warum sollte dir ein Opfer von mir etwas bedeuten, wenn du allmächtig bist? Gute Frage. Weil ich dann beruhigt bin, dass du mich wirklich verehrst. Du bist allwissend, du weißt es auch so. Kluges Monster. Wer bist du wirklich? Es tut mir sehr leid, falls die Unterhaltung langweilt, aber ich finde das gerade witzig. Ich. Wer ist ich? Na gut, Wilbo mein Name, ich bin Abenteurer. Wir sind zwei Abenteurer und in deinem Magen gefangen. Ja, tut mir leid. Lässt du uns raus? Nö. Nein, so häufig bekomme ich nichts zu essen. Aber an uns ist überhaupt nichts dran. Ivo ist ein Strich in der Landschaft und ich wiege auch keine 40 Kilo. Besser als gar nichts. War recht. Komm schon, wir haben dich von dieser Kiste befreit. Was für eine Kiste? Die Kiste, die dieses Loch in der Wand verstopft hatte. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber mir geht es so gut wie lange nicht. Ich danke euch. Willst du uns also gehen? Bitte, bitte? Na gut, aber könnt ihr vielleicht ein paar Schiffe hier landen oder den einen oder anderen Wal? Mal schauen. Wiedersehen. Klar, ich fand das Monster nett. Vielleicht könnten wir wirklich das eine oder andere Schiff... Nein! Du bist manchmal... seltsam. Aber wenn wir... Nein! Was zum... Warum seid ihr denn wieder... Überraschung, meine Hübsche! Oh. Aber... Captain Nate... Hast du die ganze Zeit mit ihnen zusammengearbeitet? Oh nein, meine Liebe. Ich weiß nur zufällig, welche Knöpfe man bei jemandem wie unserem Freund Nate drücken muss. Nein. Was hat er dir versprochen? Unser aller Leben, meins im Besonderen. Und den Schatz. Alles, bis auf eine Sache, die er sich aussuchen will. Das kann ich mir vorstellen. Oh. Wilbur, du gibst das Artefakt des Schicksals nicht her, verstanden? Verstanden. Das Artefakt des Schicksals. Unbegrenzte Macht. Geh weg. Ich bin ein mächtiger Kampfmagier. Oh Gott. Aber sicher bist du das. Nate, das kannst du nicht zulassen. Er wird sich um seine Angelegenheiten kümmern. Das hättest du auch tun sollen. Nate. Du Ja, sieh ein Held. Bring das Artefakt in Sicherheit. Lauf! Nein! Doch! Yeah! Kapitel 4, die wilden Lande fängt an.
Boah, ich habe gerade wirklich gedacht, Nate hätte uns einfach eiskalt verkauft. Aber es steckt ja doch ein Funken Gutes in ihm und er hat uns am Schluss noch gerettet. Ich bin gespannt, wie dem es jetzt weitergeht. Theoretisch könnte es mit allen... Also, es wäre alles möglich. Ich nehme an, dass es nicht mit Ivo direkt weitergeht, die jetzt vermutlich von Munkus gefangen genommen wird. Vielleicht kommen wir bei Nate wieder raus oder erstmal bei... Ist Wilbur eigentlich auch verschwunden? Ich habe ihn gerade am Schluss nicht mehr gesehen. Ich sehe aber, die Folge ist schon relativ lang. Ich glaube, sobald wir uns hier gleich bewegen dürfen, machen wir auch Schluss. Ich möchte jetzt nur nicht euch vorenthalten, zu sehen, wo wir landen. Oh. Kopf auf dem Stock. Wie konntest du das nur tun? Ich habe euch den Hals gerettet. Naja, dir zumindest. Du hast den Hexer befreit, nur weil du einen Schatz wolltest. Glaubst du ernsthaft, ich habe Munkus auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er uns einen Schatz gibt? Ich habe einen Deal mit Munkus gemacht, weil es die einzige kleine Chance war, heil aus der Sache herauszukommen. Verstehst du das nicht? Sie hätten uns verfolgt und das Leben zur Hölle gemacht. Und früher oder später wären wir ihnen in die Hände gefallen. Kein Schatz ist das wert. Glaubst du, irgendjemand hätte noch ein ruhiges Leben, wenn Mortroga das in die Hände fällt? Ich wusste doch nicht. Hey! Hey, Kleiner, wo willst du hin? Schön. Lauf weg. Und nächstes Mal sag mir einfach gleich, worum es... Ups. Wilbur! Okay. Er wacht auf. Ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Wir sind Zombies. Beruhigend. Okay, das Gespräch führen wir noch. Oh, sie weint. Okay. Wow. Oder Zombies. Oder mein Fleisch ist ungenießbar. Ich habe fast kein Hirn. Oh ja, bitte. Bitte genau das. Ich bin ruhig und ungenießbar. Schlechtes Fleisch, ganz schlechtes Fleisch. Und fast kein Hirn. Siehst du? Er hasst uns. Oh, er fürchtet nein. uns. Und deswegen hasst er uns. Nein. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Wer seid ihr? Oder was für ein Komitee? Stellen wir intelligentere Fragen als nur, wer seid ihr, da sie ja schon gesagt haben, dass sie Zombies sind. Von was für einem Komitee sprecht ihr? Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten. Denn irgendwie mag uns niemand. Wo ist Wilbur? Da war eine Falle und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte, ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Er hat dir vermutlich den Hals gerettet. Der Ork-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Wilbur in einem Ork-Lager? Oh Mann, dass alles meine Schuld ist. Wie meinst du das? Naja. Nun erzähl schon, Junge. Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns geladen. Also schön. Mein Name ist Nate. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser kleine Gnom an und... Später. Und bam. Alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und ihr wart da. Du hast sie hintergangen. Ja, er war ein Arschloch. Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten. Yep. Naja, so kann man das nicht sagen. Oh, doch kann man. Du solltest diesen Balken tragen. Ich habe unter Piraten gelebt, Halsabschneidern, aber noch nie, nie. Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freunde verkauft hast, weil du hofftest, dadurch selbst heil aus der Sache herauszukommen? Nein. Du musst Wilbur da rausholen. Und du musst die Elfe befreien. Sieht so aus. Und ich muss das Artefakt in Sicherheit bringen. Ja. Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. Mein Name ist Gulliver. Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden. Komm, Körper! Okay. Das heißt, wir steuern zuerst Nate. Aber... Ich würde sagen, wir schauen uns erst in der nächsten Folge um. Da unterhalten wir uns dann mit Gulliver, suchen den netten...
Harlekin oder was es ist, der dieses Ding um den Hals trägt, den Balken, und versuchen, Wilbur zu befreien und erfahren es vielleicht ja auch, was gerade mit Ivo passiert. Freut euch schon drauf, wenn es weitergeht, und wenn euch die Folge übrigens gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, denn da freue ich mich dann auch ganz besonders drüber. Und ihr dürft mir auch einen Kommentar schreiben, auch darüber freue ich mich, wenn ihr zum Beispiel mir sagen möchtet, was ich besser machen könnte. Ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal und bye bye!